Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Dark Souls. Ich bin natürlich immer noch hier, wo wir das letzte Mal hängen geblieben sind und ja. Diese doofen, riesigen Ritter kotzen mich an. So, alles Güter zurückgekehrt. So. Dann mal gucken. Hallo? Hey, ich hab dich jetzt zweimal getroffen. Okay. Okay. Ich verstehe es nicht. Ich bin gerade total raus, aber ich verstehe es echt nicht. Warum treffen meine Feuerbälle nicht? Das ist doch... Ich meine, klar hält das Schild hin, aber das eine Mal ist er ja nach vorne sogar gestürmt. Da hat er einen Sturmangriff gewagt. Das ist schon... Okay, was steht denn hier auf dem Boden? Schwäche Blitz. Na, ich habe keine Blitzzauber. Hier, das ist... Jetzt endlich trifft's mal was. Heide, nein, da muss ich so weit weggehen, damit es irgendwas trifft. Halt. So. Ah, natürlich, da muss ich aus dem Weg gehen. Das ist natürlich doof, wenn er nicht rauskommt, habe ich hier keine Chance gegen ihn zu kämpfen. Ich brauche nämlich etwas mehr Gelände. Natürlich, und er erwischt mich. So, gleich mal heilen. Okay. Ach komm, ich hasse es. So. Okay, du willst es einfach nicht. So, jetzt. Ach komm, jetzt verarscht ihr mich. Ach komm, jetzt habe ich aber ein Schild davor gehalten, du Vollpfosten, echt. Ja, ich roll mich sogar noch zu der Seite hin, wo du mich nicht treffen solltest. Jetzt komm, ich möchte wenigstens einen von euch Riesen fertig machen. Aha, natürlich, dann schwingst du das Schild von links nach rechts über eine Dreivierteldrehung auch noch mit. Ey, das ist doch echt unfair. Warum hat es vorhin einmal so gut geklappt? Ich meine, der hat nichts gemacht, nichts machen können. Ich bin im Kreis gerannt und habe mir da schön immer einen von der Seite, habe ich ihm einen reingepfiffen. Und dann war's das. Aber nein, das geht hier natürlich nicht. Das ist... ich muss auch den Zauber mal auswechseln. Ich lass den jetzt. Die sollen von mir aus die Kiste haben. Irgendwann nervt's nur noch. So.
Mit 3000 Seelen kann man nicht viel anfangen, weil diese Idioten mir das alles genommen haben. Aber ich gehe mal dahin, wo keiner von diesen Riesenrittern ist. Die nerven ein bisschen zu viel. Zumindest meiner Meinung nach. Viel Erfolg. Ja, werde ich haben. Da hinten ist noch eine Nachricht. Gelobt sei die Sonne. So. Dann mal gucken. Letztes Mal wurden wir hier ja von irgendwas angegriffen. Glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Oder? Nee. Ah, nee, das war dann woanders. Ah, da ist ein tödlicher Kreisel. Hinterteil. Pass auf, Hinterteil. Hm. Keine Ahnung, vielleicht meinten die, dass hier hinten was ist? Nö, scheint nicht so. Hier ist nix. Machen wir erstmal hier ein bisschen Radatz, Rabautz. Ach du Schande, so ein Gargoyle. Okay. Ah. Okay, jetzt verstehe ich, was die meinten. Gut, gut, gut. Du hast eine lange Waffe. Okay. Da habe ich ihm einen Schwanz abgeschlagen. Das erste Mal, dass mir sowas gelingt. Jetzt dürfte eigentlich ein bisschen leichter sein. Ah, ich gehe wieder auf die Treppe. Okay, jetzt erstmal mit A bestätigen. Okay. Ah ja, so geht es. Gut, gut, gut. Und ein Gargoyle-Helm. Hm. Endlich mal wieder Ausrüstung. Was kann der Gargoyle-Helm? X. Der verzauberten Geschöpf, das die Glocke des Erweckens im Turm der Kirche der Unterdrücker war. Der Gargoyle-Haut von Natur aus Robustes dient der Bronzehelm lediglich der Zierde. Man kann nur... Aha. Y? Ist Blau besser? Ich glaube ja, Blau ist... verbessert. Ich meine, wenn ich den trage, habe ich... eine physische Abwehr. Aber eben, mir fehlt dann die Ausdauer wieder, wenn ich es richtig sehe. Die Maske hier hat ja eine Ausdauerregeneration. So. Okay. Hier komme ich nicht rüber. Da muss ich, glaube ich, da links rum. Da muss ich doch hier irgendwie rum. Ah, mal gucken. Moment. Hier hoch. Hier rüber. Ah, okay. Dolch in die Hand nehmen. Hier runter. Ah, okay, ich glaube, ich habe das mal gesehen. Famose Kiste.
Aha. Da am Ende oder hier außen rum? Okay, Schatzkiste. Die Dämonen-Titan. Okay. Ich glaube, das ist wichtig, um eine Waffe zu schmieden. Gut, gut. Dann schauen wir mal. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Na, komm. Können uns ja ein bisschen langsam halten. Ich meine. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wow, wow, wow. Das ging ja erstaunlich gut. Oh, knapp. Ich glaube, ich wäre fast runtergefallen. Hm. Was sind wir denn hier? Hey. Da unten ist ein Raum. Wo? Und zack. Okay, Typen, die von oben auftauchen, Typen, die menschlich sind, sind mir immer noch die liebsten. Weil wie man hier sieht, ein Angriff erledigt. Oh, da ist was auf dem Kronleuchter. Okay. Zack. Da geht's ja nirgends weiter. Oder? Oder habe ich mich vertan? Hm. Ach, da ist eine Treppe. Eine Leiter, merke ich gerade erst. Jetzt verstehe ich, die sind ja von da oben auch runtergekommen. Hätte ich auch gleich ahnen können. Okay. Ach du Schande. Warum müssen das solche engen Wege sein? Ich hasse sowas. Ich hasse es offensichtlich. Okay. Und hierauf soll man kämpfen? Was stellen die sich denn vor? Ja, genau, das habe ich mir da auch gedacht. Ja, naja, so kann es auch gehen. So, immer drauf gucken. Da vorne sind noch zwei. Und ich gehe mal davon aus, dass dadurch, dass die Kette da in der Mitte ist, kann ich die abschneiden. Ah ja, wie ich mir gedacht habe. Ich kann sie trennen. Super. Mann, bin ich gut. Ja. Aber ich glaube, ich will erst ganz darüber. Ja. Wie ihr wollt. Ich habe da nichts dagegen, wenn sie sich darunter stürzen. Das ist doch meine Lieblingstechnik, wer es nicht weiß. Komm. Und zack. Schon wieder einen erledigt. Ich mag es einfach, wenn sie diese selbstmörderischen Aktionen machen. Ich brauche zwar ein bisschen Zeit. Tolle Aussicht. Ach, natürlich. Tolle Aussicht hier auf die Statue. So, dann mal gucken. Also ich finde die Typen jetzt wesentlich angenehmer als die, als all die Typen, die wir vorher getroffen haben. Oh, da ist unten einer, komm hoch. Ich sagte, komm hoch. Mit.
So. Yep. Und zack. Da verabschieden wir uns noch von diesem Typen hier. Und stehen mal wieder vor einer Nebelwand, aber ich möchte da unten auch erstmal alles inspizieren. Aber wir werden uns dann beim nächsten Mal wiedersehen, wenn ich endlich mal wieder weitergehe. Bis dahin, auf Wiedersehen.